Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Shadow of the Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir diese Gegend hier gefunden, die einfach mal so richtig geil aussieht. Ja, dann schauen wir mal, wir sollen da runter irgendwie. Kann man hier irgendwas kaputt machen? Gibt es hier irgendein Volk oder anderes Gedöns? Ja, könnte schon. Von wem sind die? Ja, keine Ahnung. Von uns. Weder Maya noch Inka. Bringt nichts, kaputt zu machen. Er hat eine rote Fahne. Auch nicht. Da haben wir was Schönes einzusammeln. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Es ist hoch. Aber es geht. Na gut, dann... Geronimo! Das ist unglaublich. Ja, das hier laufen. Haufen Zeug rumliegt. Stimmt. Und Piranhas. Okay, ich habe es schon vermutet, dass wieder welche kommen. Okay. Das ist Gestrüpp. Das ist Gestrüpp. Also wir haben hier unter Wasser 5 Sachen einzusacken, aber wir haben hier oben auch noch irgendwas. Was haben wir denn hier? Also, ob wir hier was haben, weiß ich nicht, aber da ist was. Es wäre eigentlich nur logisch, wenn da was ist. Hier ist auch was. Geheimnis entdeckt, das finde ich gut. Das ist ein Basislager, versunkener Schatz, Überlebensversteck. Okay, die Karte hier scheint etwas größer zu sein. Was mir Sorgen macht, sind die Piranhas. Alter, was war das jetzt gerade? Bumm! Das ist nur Gestrüpp. Die Piranhas sind da hinten. Wo ist die Kiste? Da. Etwas schwer zu erkennen hier im Dunkeln. Jetzt geht's. Und wieder auftauchen. Da unten ist eine Herzader. Es geht ganz schön tief runter hier. Dung. Das Geräusch finde ich lustig. Da ist eine andere Kiste. Ein weiteres Beispiel für die Sinnkrise verschiedener Glaubensrichtungen. Die Person am Kreuz ist nicht Jesus Christus, sondern Kukulkan. Ich schätze, man könnte eine Parallele zwischen ihnen ziehen. Könnte man das? Das hier scheint mir ein Jadevorkommen zu sein. So, es wird Zeit aufzutauchen. Da hinten ist noch so ein Vorkommen. Ja, wir machen halt die Piranhas-Sorgen. Die haben uns schon ein paar Mal weggesnackt. Wo warst du denn jetzt hier?
Gib her das Gold. Da unten waren wir schon. Ja, ich bin ja schon gleich oben. Entspann dich. Ja, wir machen erstmal den hier kurz raus. Schauen, was dahinter ist. Na, schauen. Eine Karte. Eine Archivarkarte. Ja, uns fehlt jetzt noch ein Schatztuchel. Ja, wie wär's mit dem da hinten? Dann dürfen wir alle haben. Und zack, auf damit. So, 5 von 5. So, dann haben wir da hinten noch ein Überlebensversteck. Oh, hier haben wir noch was anderes. Da. So, dann würde ich sagen, mal wieder hoch hier. Dann haben wir hier das, glaube ich, soweit abgegrast. Mehr war hier nicht. Bin ich sehr zufrieden. Das ging schneller als gedacht. Ich hoffe, das waren keine Piranhas. Keine Ahnung, wo es hingeht, aber ich musste erstmal raus in die Luft. Da ist was zum Anlesen. Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von X-Chell. Was war das? Ein Schatten. Vor allen Dingen, wo soll der hier langgelaufen sein? Ist doch etwas unrealistisch. Hm? Die detaillierten Gravuren auf diesem Helm und sein ungewöhnlich guter Zustand könnten bedeuten, dass er eher zur Zierde als zum Schutz im Kampf getragen wurde. Vielleicht wollte Lopez damit seine eigene Wichtigkeit signalisieren. Ich war wieder schneller als das Ding, aber... Haben wir diese Kiste schon aufgemacht? Warum kann ich hier runter? Da gibt es auf jeden Fall mal Bubbles zum Atmen. Bis jetzt sieht hier alles ziemlich safe aus. Von da komme ich, glaube ich. Okay, das habe ich jetzt gerade auch gehört. Da hat jemand Grippe rausgekotzt. Ein Steinabrieb von den Wänden des Cenote. Es ist einfach nur ein großes X verbunden mit dem Wort Lauft.
sind das Jadepfeile, mit denen sie die da an die Wand getackert haben? Sieht fast so aus. Moment, das brauche ich. Ja, die Falle habe ich schon gesehen. Nein, komm da weg, komm da weg. Ja. Du solltest auch nicht da reinhüpfen, du solltest das durchschneiden. Ach, Gnarf. Unnötiger Tod. Was ist da oben? Ich weiß nicht, was es war, aber irgendwas ist da gerade lang geklettert. Ich habe gerade da voll die Herr der Ringe-Flashbacks. Ihr nicht? Also ich schon. Wie schwer kann es sein, das Herausforderungskraft zu finden? Ich würde sagen, wir haben es gefunden. Das kann ich nicht kaputt machen. Dramatische Musik. Ups, hier ist was. Hatte ich da nicht gerade noch was anderes gesehen gehabt? Da ist es doch. Hier, Kiste. Ja, ja, wir sind ja schon da. Warte, kurz Luft holen. Okay, Moräne. Da gibt es Moränenschnitzel, Leute. Warte mal, da drum ist noch einer. Ja, ja, ich weiß schon. Wir haben bloß gerade das Problem, dass wir hier sehr wenig Luft hatten durch den Kampf mit der Moräne. So, wo geht's denn jetzt hier lang her? Tief ist denn das Ding hier noch? Was war das Blaue da unten?
war ich der Meinung, da oben hing irgendwas, aber ich sehe es jetzt nicht mehr. Aber ich sehe jetzt auch gerade nicht hier, wo es weitergeht. Wenn ich ehrlich sein soll. Ah, vielleicht hier. Oder auch nicht. Hä? Hab ich irgendwas übersehen? Höhle in der Wand? Nö. Hä? Die auch nicht? Ich sehe gerade nichts. Da. Hm, Doppelsprung und Renner. Na, da liegt doch jemand, habe ich doch richtig gesehen. Und rüber. Hier mal mitnehmen. Ja. Ah, hier noch was. So, da scheint es rauszugehen. Na, hier geht's raus. So. Hast du irgendwas zu erzählen? Nein, hast du nicht. Ich habe 2 Fähigkeitenpunkte. Das braucht 3, das habe ich schon. Okay, dann schauen wir weiter. Oder Moment. War da nicht noch irgendwas bei der Knarre? Doch. Genau. Na komm, schön da durch. Und wo bleibt der Jumpscare? Hier muss eine gewaltige Schlacht getobt haben. Ah, hier war was. Ja, Kanonen, alles daher. Aber die Kanonen zeigen in die andere Richtung. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Was mich eher verwundert ist, dass die Kanonen alle in die Richtung von diesem Eingang hier zeigen. Oder von diesem Opferstein. Also das hier war definitiv mal ein Eingang, aber vor was haben die sich geschützt? Die waren doch hier eigentlich für damalige Verhältnisse echt gut equipped. Aber wenn du mit 3 Kanonen auf einen Eingang zielst, dann hat das schon seine Gründe. Ich muss die Barrikade überwinden. Ja, ja. Das Ding sollte Leute drinnen halten und nicht draußen. Ja, eben. Das meine ich doch eben auch. Hey. Hier ist nichts. Das
bleibt nur der Weg hier rüber. Kann ich damit auch irgendwas machen? Ja. Tschüss, Tor. Alter, wie kommt das Schiff hier runter? Eine spanische Galeone? Wie kommt die in diese Höhle? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Da sind wir schon mal zwei, die das sehr merkwürdig finden. Und es ist ja nicht so, dass das ein kleines Schiff ist. Also, Galeonen waren ja die Kampfschiffe eigentlich, also schon so richtige Brummer. Ja, danke, dass du das Licht anmachst, damit wir das sehen hier. Du kannst das Licht ruhig anlassen, es ist ein bisschen finster hier. Besteigen wir mal das Boot vom Davy Jones. Oder so in der Art. Alter, was muss das hier für eine Schlacht gewesen sein? Halt. Da ist was. Okay, die Tür ist zu. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Ja, da kümmern wir uns nachher gleich drum. Oder dann in der nächsten Folge. Erstmal machen wir hier ein bisschen einen auf Indiana Jones und erkunden hier mal so ein bisschen die Gegend hin. Kann ich dich einfach mit meinem Ding aufmachen? Ja. Und auf der Müll. Ja, komm schon. Nee, erstmal wieder hoch, Luft holen und dann schauen wir weiter. Also die Tür zum unteren Deck haben wir schon mal auf. Gab's denn hier noch? Gibt's hier das sonst noch? Warum ist dieses Ding da? Falscher Fall. Der hier. Dran ziehen hilft nicht. Sieht schon leicht gespenstisch aus. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Da habe ich dich gesehen. Obwohl sie verrostet ist, erkennt man doch, wie hochwertig diese Waffe ist. Sie wurde vermutlich in Toledo gefertigt. Die Stadt war für ihre Stahlarbeiten berühmt. Aber es hilft wieder nichts. Eine Inschrift oder sowas ist hier auch nicht drauf. Ja, dann war es das hier schon wieder, weil
Ja. Ganz knicken, ey. Das funktioniert so schlecht. Das gar nicht. Wo ist denn mein Paddelboot zum Hochkaufen? Nehmen wir die Leiter. Das sieht auch hübsch aus. Kann man dieses Ding, das Ding kann man bewegen. Das Falconett ist in Stellung. Das was für ein Ding? Falconett? Was ist denn ein Falconett? Das müsste ich nur noch. Ah, warte mal. Kann ich da rüber? Irgendwie. Ich wüsste gerade nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich muss zum Bug gelangen. Bug ist vorne. Aha, da vorne festmachen und dann dran ziehen wahrscheinlich. Ja. So zumindest gerade mein Denken. Hm? Wie kannst du keine Luft haben? Wir sind auch gerade eben erst untergetaucht. Ja. Und jetzt? Hier. Gib das her. Moment. Nee, doch nicht. Wirst du wohl. War hier nicht gerade irgendwo was festmachen? Weil da komme ich hier nie rüber. Das ist viel zu weit weg. Hier ist was zum Kurbeln. Warte mal. Nur mal kurz so Textinformation für mich. Die Kanonenkugeln drum. Ich glaube, von hier komme ich gerade. Ja, verdammt. Ich kurbel das Ding hier mal. Mist, er rührt sich nicht. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal in der nächsten Folge etwas genauer an. Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Badasch.